Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute ist Mittwoch und heute geht es wieder um einen gelösten Fall. Heute gibt es allerdings einen Doppelfall im Bereich der gelösten Fälle. Und zwar ist in beiden Fällen die gleiche Diskothek der Ausgangspunkt der Taten. Diese geschahen 1994 und 1997. Die beiden Fälle haben aber nichts miteinander zu tun. Es gibt unterschiedliche Täter und unterschiedliche Motive. Der Ausgangspunkt ist jeweils die Diskothek Anyway in Elz. In dem ersten Fall geht es um die beiden Mädchen Jasmin und Yvonne. Die beiden wollten am Samstag, den 8. Oktober 1994, zusammen ausgehen. Man traf sich zuerst bei Jasmin, die natürlich noch bei ihren Eltern wohnte. Sie wohnte zusammen mit ihren Eltern in Limburg in dem Stadtteil Blumenroth. Die beiden brechen dann gegen 21.30 Uhr auf. Sie sind beide 16 Jahre alt und seit kurzem eng befreundet. Sie wollen zuerst zur Diskothek Easy im benachbarten Dietz. Die Diskothek muss wohl recht beliebt gewesen sein damals, denn laut Aktenzeichen XY sollen sich dort am Wochenende bis zu 4000 Personen aus der Umgebung getroffen haben. Gegen 2 Uhr morgens, bereits am 9. Oktober, verlassen die beiden dann das Easy und machen sich auf den Weg ins Anyway nach Elz. Wie die beiden dorthin gekommen sind, ist unbekannt. Auch die genaue Ankunftszeit im Anyway ist nicht bekannt. Gegen 3 Uhr werden sie auf jeden Fall von Bekannten in der Diskothek gesehen. Gegen 4 Uhr verlassen die beiden dann die Diskothek und wollen nach Hause fahren. Aber beide sind am nächsten Morgen zu Hause nicht aufzufinden. Im Laufe des Tages suchen beide Familien ihre Mädchen. Da dies ohne Erfolg blieb, werden die beiden Mädchen am Abend als vermisst gemeldet. 2 Tage später, also am 11. Oktober 1994, fährt ein Holzhändler mit seinem Kunden in ein Waldstück in Hüttenberg, Wolpertshausen. Das ist etwa 45 Kilometer entfernt von Limburg. Der Kunde wollte dort einige Kubikmeter Holz kaufen. Dabei werden die beiden nackten Leichen von Jasmin und Yvonne entdeckt. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass beide Mädchen mit Chloroform getötet wurden. Weiterhin wurden bei beiden um die Brüste rote, nicht unterbrochene Rötungen festgestellt. Nach weiteren Ermittlungen fand man heraus, dass bei den Mädchen eine sogenannte Saugglocke eingesetzt wurde. Diese wurde oftmals zur sexuellen Stimulation durch Vergrößerung von, in Anführungsstrichen, Organen verwendet. Auch im Schambereich der beiden Mädchen kam diese Gerätschaft zum Einsatz. Dies war jetzt erst einmal der Fall. Jetzt kommen wir zur Klärung. Was war mit den beiden Mädchen passiert? Die Täter waren ein Ehepaar. Und zwar Lutz und Monika K. Ich zitiere hier einige Punkte aus einem Artikel vom September 2002. Monika, zum Prozesszeitpunkt 43, hatte zum Prozessauftakt erklärt, sie sei ihrem Mann hörig gewesen. Er habe sie gegen ihren Willen gequält und es habe ihm Spaß gemacht, ihr Schmerzen zuzufügen. Sie selbst habe alles hingenommen. In seinem verlesenen Geständnis behauptete Lutz dagegen, er habe seine Frau mit ihrem Einverständnis gequält. Sie liebte es, selbst Opfer zu sein. Sie genoss es, Schmerzen zu haben. Sie bestand darauf, dass ich sie quälte, heißt es in dem Schreiben. Unsere Fantasien wurden von Monat zu Monat brutaler, bis auch der Tod mitspielte. Jeder von uns hatte seine eigenen brutalen Fantasien. Aber sie hat mich mit ihrer Fantasie immer übertroffen.
Nach einem Streit habe ihn seine Frau eines Nachts aufgefordert, lass uns eine holen, die wir quälen können. Die beiden sind dann zur Diskothek Anyway gefahren und haben auf dem Parkplatz Jasmin und Yvonne angesprochen, ins Auto gelockt und mehrfach mit Chloroform betäubt. Als sie die Mädchen in ihrer Wohnung aus zwei Postsäcken ausgepackt hatten, seien beide schon tot gewesen, behauptete der Beschuldigte in seinem Brief. Wenn jemand fragen würde, warum das alles passiert sei, könne er nur antworten, es war einfach unsere Lust. Am letzten Verhandlungstag, Ende August, vermutlich 2002, hatte Lutz ein Geständnis abgelegt, aber jede Tötungsabsicht bestritten. Es sei ein Unfall gewesen. Erst im Nachhinein habe den Tod der beiden Mädchen aussehen lassen wie ein Sexualverbrechen. Seine Begründung war, damit die Bullen in die Richtung gehen. Monika hatte zum Auftakt des Prozesses ein Teilgeständnis abgelegt und zugegeben, dass sie die beiden Mädchen angesprochen habe. Zum Zeitpunkt der Tat waren Lutz und Monika noch nicht verheiratet. Sie heirateten etwa ein Jahr nach der Tat. Beim Auffinden der Leichen wurde eine weiße Herrensocke auf Jasmins Gesäß gefunden. Aber aufgrund fehlender Untersuchungsmöglichkeiten, also weil die Untersuchungsmöglichkeiten noch nicht so weit fortgeschritten waren, half dies in dem Fall erst einmal nicht weiter. Diese Socke wurde übrigens bei Aktenzeichen XY nicht erwähnt. 2001 wurden insgesamt 1111 Männer, die seit 1994 irgendwie mit dem bis dahin ungeklärten Fall in Verbindung gebracht worden waren, zu einer Speichelprobe geladen. Unter ihnen war dann auch der gebürtige Dresdner Lutz, der 1982 einen Fluchtversuch über die Ostsee unternommen hatte, in Bautzen inhaftiert und 1983 von der Bundesrepublik freigekauft worden war. Seit 1989 lebte er in Wiesbaden und Umgebung. Auf die weiteren Umstände der Tat möchte ich hier nicht eingehen, da YouTube diesbezüglich seine Regeln hat. Das Urteil lautete lebenslang für Monika und 15 Jahre für Lutz, wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit. Außerdem ordnete das Gericht an, dass Lutz in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wird. So, das war es erstmal zu dem Fall und auch zu dessen Aufklärung. Ich denke mal, der ein oder andere wird sich an diesen Fall noch erinnern. Er hatte damals halt den Begriff der Sauglockenmord, unter dem war er bekannt. Aber den wenigsten dürfte bekannt sein, wer die Täter waren und wie der Fall gelöst wurde. Gut, dann kommen wir mal zu dem nächsten Fall. Dieser hat wieder den Ausgangspunkt der Diskothek Anyway. In diesem zweiten Fall geht es um die Tötung des Polizeischülers Steffen. Ausgangspunkt, wie schon gesagt, war auch hier die Diskothek Anyway. Der Tatzeitpunkt war in diesem Fall am Samstag, dem 9. August 1997, zwischen 2.15 Uhr und 2.40 Uhr. In der Sendung Aktenzeichen XY wurde es so dargestellt, dass die Todesursache von Steffen nicht festgestellt werden konnte. Auch zum Zeitpunkt der Sendung von Aktenzeichen XY nicht. Ob das jetzt tatsächlich so wahr ist, kann sein. Eventuell wurde es diesmal tatsächlich aus ermittlungstechnischen Gründen dementsprechend verschwiegen. Jetzt erstmal zum Ablauf des Abends. Steffen wohnte noch bei seinen Eltern im Stadtteil Steden der Stadt Runkel. Laut Aktenzeichen XY trifft er sich gegen 20 Uhr am 8. August in seiner Stammkneipe, um mit seinen Freunden Karten zu spielen und Fußball zu schauen.
Die Kneipe, eine sogenannte Dorfgaststätte, ist nicht weit von seinem Zuhause entfernt. Sie wollen an diesem Abend das Spiel VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen schauen. Dies aber kann so nicht ganz stimmen, wie es bei Aktenzeichen Y dargestellt wurde, da der Anpfiff des Spiels bereits um 18 Uhr war, laut Aktenzeichen Y, soll er aber erst gegen 20 Uhr eingetroffen sein. Das hieße dann, dass beim Eintreffen von Steffen das Spiel schon fast zu Ende war. Steffen blieb dann bis ca. 23 Uhr in der Dorfgaststätte. Er und ein paar Freunde fahren danach in die Nachbargemeinde Eschhofen, wo eine Kirmes stattfindet. Dort gehen die Freunde dann gemeinsam zur sogenannten Kirmesburschen-Disco. Diese liegt etwas abseits vom Festgelände. Steffen trifft in der Diskothek einige Freunde und Bekannte. Aber niemandem fällt etwas Außergewöhnliches auf. Gegen 2 Uhr sieht ein Bekannter dann Steffen zum letzten Mal. Steffen ist deutlich angetrunken und in der Sendung Aktenzeichen des Y wird es so dargestellt, als wenn er dort sogar eingenickt ist. Bei der Obduktion wurden bei Steffen 2 Promille Blutalkoholwert festgestellt. Als der Freund oder Bekannte wenige Minuten später wieder an dem Platz von Steffen vorbeikommt, ist dieser nicht mehr da. Gegen 2.15 Uhr, also circa 15 Minuten später, wird Steffen noch einmal in der Langgasse gesehen. Er läuft auf einen Bahnübergang zu und dies wird beobachtet von einem Bekannten, der etwas entfernt hinter ihm läuft. Dieser Bekannte sieht, wie ein Auto herannaht, 2 Männer herausstürmen und ihn ins Auto zerren. Der Zeuge kann nicht ganz glauben, was er sieht und unternimmt nichts. Er redet sich ein, dass Steffen einfach von den Männern mitgenommen wird, um ihn nach Hause zu bringen. Um ca. 2.30 Uhr machen sich 2 Personen mit ihrem Fahrzeug, also mit ihrem Auto, auf den Weg nach Hause und treffen gegen 2.40 Uhr in Runkeldern ein. Sie benutzen eine Nebenstrecke, die am Schloss vorbeiführt und finden Steffen auf der Straße. Steffen ist nicht ansprechbar. Sie holen den Notarzt, aber der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Bereits wenige Monate später konnte die Tat aufgeklärt werden. Steffen ist an Erbrochenem infolge von Schlägen verstorben, also im Prinzip erstickt. Ein Zeuge hat sich nach der Sendung Aktenzeichen Y gemeldet und konnte konkretere Angaben zum Tatablauf machen. Die Spur führte dann zu 2 bereits inhaftierten Männern. Tatmotiv war die pure Lust an Gewalt. Sie wollten ihm wohl eine Lektion erteilen. Die beiden Haupttäter erhielten Strafen von 7 bzw. 9 Jahren, da ihnen eine Tötungsabsicht nicht nachgewiesen werden konnte. Also zur Lösung des Falls ist leider sehr wenig im Internet zu finden. Es gab im Prinzip keine großartigen Berichte darüber, was sehr schade ist. Im vorherigen Fall gab es eine Menge an Material, wobei es da um die Aufklärung ging, beziehungsweise um die beiden Täter. Es ist jetzt unklar, wie alt die Täter damals waren. Auch wurde irgendwie im Unklaren gelassen, ob es die beiden Täter aus dem Auto waren, was ich aber mal ganz stark vermute vom zeitlichen Ablauf her. Und es steht auch nirgendwo, da ist auch nirgendwo die Information zu finden, wie viele Täter tatsächlich insgesamt daran beteiligt waren. Die beiden Haupttäter dürften zumindest heute schon wieder auf freiem Fuß sein, es sei denn, sie haben
bei ihrer vorherigen Inhaftierung eine noch längere Strafe bekommen. So, meine lieben Freunde, das waren die aufgeklärten Fälle für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Ich denke aber mal vermutlich hauptsächlich der erste Fall. Ich gehe mal davon aus, einigen ist der Fall, wie schon gesagt, noch bekannt. Aber die Auflösung dürften viele nicht mitbekommen haben, obwohl dies damals tatsächlich in vielen großen Medien, also Zeitungen, zu finden war. Aber seht ihr, so unterschiedlich ist es. Einige Fälle, da kann man sehr viel drüber finden. Und einige Fälle, auch wenn sie im ähnlichen Zeitraum sind oder sogar noch später passiert sind, findet man kaum etwas. Gut, dann freue ich mich, dass ihr mir wieder zugehört habt. Wenn ihr noch Lust habt, weitere Videos zu schauen, schaut einfach in meine Playlist oder schaut auch in meinem Kanal rum. Da gibt es noch, ich glaube, mittlerweile so an die 80 Videos mit solchen Fällen. Mit aufgeklärten und nicht aufgeklärten. Gut, bis dann erstmal. Macht's gut und tschüss.